Es ist der 16.11.2019. Paul Unterleitner, Johannes Lukas, wir sind in Vegas und werden heute Geschichte schreiben. Gestern war der erste Tag. Natural Mr. Olympia bei den Amateuren. Heute wird Paul Unterleitner zum allerersten Mal als Profi-Bodybuilder starten. Bei einem Profi-Wettkampf. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Bonus. Wir haben nichts zu verlieren, Leute. Wir haben richtig Bock. Du hast heute deine absolute Bestform. Ohne Farbe. Müsst ihr euch das Video von gestern nochmal anschauen. Es war sehr aufregend, sehr spannend. Ja. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben daraus gelernt. Und jetzt sind wir ready. Hast du Bock, Mann? Let's go. Fühlst du die Energie? Yes! Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Gleich. Wir sind jetzt im Backstage-Bereich angekommen und ich wollte mit euch nochmal die wichtigsten Learnings besprechen, die wir gestern gemacht haben. Zum einen, nicht zu viel Farbe, wenn zu wenig Licht da ist, denn er war viel zu dunkel. Wir haben uns auf das Tanning hier vor Ort verlassen und die stehen darauf, die Athleten richtig dunkel zu machen. Es ist zu wenig Licht bzw. gar kein Licht auf der Bühne und somit sieht man die Konturen nicht. Man braucht also nicht so viel Farbe, um die Konturen zu sehen. Punkt 1, deswegen ist er jetzt richtig blass und hat ganz wenig Farbe drauf. Nummer 2, hier in Amerika achtet keiner auf die Linie auf der Bühne. Man sollte sich aufgrund des Lichts immer auf der Bühne bewegen, auf dieser Linie, weil man sonst, nicht im richtigen Licht steht. Und natürlich, weil es eigentlich unfair ist, weil wenn einer der Athleten weiter vorne steht, wirkt er automatisch massiver fürs Kampfgericht. Auch das haben wir gestern bewusst missachtet. Und ich habe Paul gesagt, er soll immer ein bisschen weiter vorne stehen, weil ja eh keiner darauf achtet. Und somit kann er massiver wirken, obwohl das vielleicht gar nicht ist. Okay, das war das zweite wichtigste Learning. Ansonsten ist er heute ein bisschen voller, ein bisschen aufgeladener, weil er einfach mehr Kalorien und auch Kohlenhydrate hatte. Und wir brauchen heute Volumen, denn es werden einige richtige Koffer kommen. Ich habe jetzt noch was zu naschen besorgt für ihn. Da freut er sich schon mal richtig drauf. Die haben wir gestern auch gegessen, weil wir einfach keine Möglichkeit hatten, irgendwie schnell an Kalorien zu kommen. Das sind jetzt 250 Kalorien extra. Ich glaube, Paul hat Bock. Der ist wirklich bereit. Er hat nichts zu verlieren, deswegen ist er auch gut drauf. Er weiß, die Form ist gut. Wir haben uns das Ganze angeguckt, schon auf Video, bei Instagram natürlich geteilt. Wir sind so ready, wir haben so Bock. Und deswegen gucken wir mal, wie er sich freut über die Süßigkeiten. Jawohl. Ja, du hast es gewusst. Pass auf, das sind 5 Tüten, 240 Kalorien, primär in Form von Kohlenhydraten. Die darfst du dir jetzt reingönnen. Die waren lecker, ne? Die waren absolut lecker. Salted Caramel, Leute. Das ist schon ganz schön geiler das ist Scheiß. Der geile Shit, bro. Hab ich noch nie gesehen. Ich habe auch keinen Link für euch. Keine Ahnung. Der Paul ist die ganze Zeit im Frieren und deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Das ist nämlich ein Heizlüfter. Und es ist auch richtig warm da in der Umgebung. Deswegen ist zwar gerade keiner, aber wir sind jetzt einfach mal frech. Kann uns ja zur Not irgendwie rausschmeißen oder so. Keine Ahnung, komm mit. Ich muss mal pinkeln. Wir haben jetzt einen Formcheck gemacht und mal die Farbe mit den anderen verglichen. Mein Gefühl sagt die ganze Zeit, er braucht ein bisschen mehr Farbe. Mein Kopf sagt, nein, wir wollten keine Farbe. Jetzt hat uns ein Athlet auch eben darauf hingewiesen, er ist ganz schön blass, er sollte ein bisschen Farbe kriegen. Bisschen, ja, aber die Frage ist, kriegen die Amis das jetzt hin, nur ein bisschen Farbe zu machen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Zur Not können wir sie immer noch abwischen. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal jetzt zur Farbe gehen und vor allem langsam aufpuppen, denn so langsam fangen alle anderen sich aufzupuppen an. Und deswegen machen wir das jetzt auf. Hey Sean, is it possible to just get a tiny bit of more color? Don't get him in too dark today. Er guckt hin und sagt, er ist viel zu blass, er braucht viel mehr Farbe. Just a bit. We can do a light coat, but he needs color, bro. Yeah. He's gonna go up there and look white. Yeah. Needs color. He's a white guy, man, from Austria. But okay. Yeah. Just a bit. Yeah. Yeah? Promise? Promise. We'll okay. But when all of a sudden the judges say he's washed out and he's white. Well, yesterday he was too dark and the one who beat him was pretty white. So, gestern in der Juniorenklasse, der war halt sehr, sehr, sehr blass im Vergleich zu ihm. Und sei jetzt deswegen. Ja, weil so hier kann die Entscheidung ist jetzt wirklich wichtig. Kann einige Plätze, über einige Plätze entscheiden. Ihr wisst, was ich meine. Verdammt. Machen wir dann so wie gestern, da waren wir auch im Stress aufgepumpt, falls ich jetzt aufgerufen werde. Normalerweise ist es auch so, dass wenn du in Form bist, bist du in Form, da brauchst du ja nicht mehr aufpumpen. Aber es ist hier wichtig, dass wir ordentlich Volumen
Das ist einfach noch mehr erscheinen. Wenn er aufgepumpt ist, sieht es einfach noch mehr aus zwischen diesen ganzen Koffern, Leute. Das sind richtige Monster am Start. Ja, die Beine sind brutal. Wir können es jetzt nicht zeigen, weil... Ich will einfach das Risiko nicht eingehen, dass er dann nachher steht und alle sagen, er war zu blass und deswegen ist er nach hinten abgefallen, abgewertet worden. Punkt. Alter, geh dich mal die Nummer 184 hinter uns. Der Typ ist einfach nur krank, der Typ. Also, die Nummer 184 kannst du auch auf jeden anderen IPB-Wettkampf stellen. Okay. Auch bei einer WM oder so, das ist völlig, der hat Titten wie Ronnie Coleman früher, das solche riesen Fleischbrüste, Leute, der sieht selbst beim Titten Paul und alleine aus wie eine Geisha daneben, ehrlich. Den Ahnung sehen, das kommt, Alter, komm, guck mal, siehst du, wie die Ahnung rauskommt, siehst du das? Komm, jetzt Druck rein, mach mal die Skittles. Die Skittles gehen rein, komm, Adern. Dann gibt es nachher noch ein bisschen Glanz drauf und dann geht es richtig nach vorne, Alter. Vorwärts. Schulter auf jeden Fall, Schulter. Wir schauen uns um und wir sehen überall Monster. Leute. Monster, wo man denkt, so, das ist natürlich nicht möglich. Aber das denken auch viele von Paul, deswegen. Paul sagt gerade, seine Beine fühlen sich heute irgendwie auch anders an und sie sehen auch dementsprechend anders aus. Die sahen noch nie so krass aus. Wirklich, das ist heute deine absolute Topform. Bist du noch ausgewacht? Ja, hier alles zusammen. Ja. Um Oberkörper ein bisschen flach. Wie flach werden wir auf der Bühne sehen? Aber die Beine gefallen mir richtig gut, Mann. Ja. Ohne Scheiß. Und pling! So, jetzt kommt der Moment, wo sich alle Frauen darum streiten, wer ihn einölen darf. Wir müssen auch denken, jetzt kommen die Deutschen hier und meinen, sie müssen das Rad neu erfinden. Stellen den Athleten viel zu blass auf die Bühne. Ja. Ja. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie nochmal das Dreifache an Farbe raufballern. Oh, yeah, now it's your turn. It's your turn. Da ist auch Erdnussbutter, Johannes, gell? Ja. Die erste Saison, 19 Jahre jung, 93 Kilo. 1,92 groß. Richtig geiler Moment, den wir mit euch teilen. Vor allem auch Paul. Mann, wir sind in Vegas. Du hast alles richtig gemacht, mein Lieber. Jetzt heißt es nur noch auf die Bühne und fertig. Spaß haben. Und ich merke, du hast immer mehr Bock. Je näher der Wettkampf kommt jetzt, desto mehr kriegt der Bock. Der Schalter hat sich herumgelegt, jetzt will er auch nur noch fressen. Ja. Jetzt hast du richtig Bock zum ersten Mal. Ich will nicht sagen undiszipliniert, aber du hast jetzt einfach nur, du willst, dass es vorbei ist. Genau. Aber vorher noch ein bisschen Spaß haben. Vorher will ich noch Gas geben, tatsächlich. Ja, und man merkt es, du brennst jetzt. Ja. Der Paul brennt. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauert. Das zieht sich alles ganz schön lange hin. Übrigens an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Smilodogs, denn die haben diesen Trip ermöglicht, Leute. Richtig coole Aktionen, Flüge bezahlt, Hotelzimmer bezahlt, die Backstage-Pässe, 150 pro Person, allein 600 Euro nur für die Backstage-Geschichte hier. Leider ohne Athletenbuffet, ohne Wasser, ohne alles. Man hat so ein bisschen das Gefühl, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Und es gibt eine fette Aktion bei Smilodogs. Und zwar nächste Woche am Wochenende. Ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, Smilodogs bei Instagram aktivieren, abonnieren. Und Leute, es wird so eine Riesenaktion. 50%, ich will nicht zu viel verraten. Stay tuned, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Wettkampf, oder? Yeah! Bist du hype, Paul? Alter, ich bin sowas von halb, man. Ich freue mich, dass du weißt. Ich auf die scheiß Bühne zu gehen. Ich habe Paul noch nie so aufgeregt und so on fire. Noch nie. Ich sagte, das ist der Zucker. Wir hätten die ganze Zeit immer so aufladen. Wir müssen immer Zucker essen sollen. Dann habe ich auch mal gute Laune. Also ich sag mal, ganz ehrlich, es sind 30 Athleten auf der Bühne. Es ist ein brutales Line-Up. Wenn er es in die Top 20 schafft, ist es schon krass. Ja. Ohne Scheiß. Wenn er überhaupt Vergleiche bekommt, wenn die Leute auf ihn aufmerksam werden. Ja, die Leute müssen über dich reden. Die müssen wissen, 19 Jahre jung, aus Austria. Erste Wettkampfsaison. Kick ass. Ich bin auf jeden Fall der Zweitgrößte. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist? Nee, der Kollege vorne, der ein bisschen fetter noch ist.
Der ist auch groß. Also ein paar fallen schon raus, weil sie einfach nicht gut genug in Form sind, würde ich sagen. Das geht der Palm schon. Also es wirklich seit einer Stunde sagen sie uns in 5 Minuten oder in 10 Minuten. 10 Minutes, man, 10 Minutes. Sie stehen immer noch da. We're not as beautiful as you. I'll stop it. But we will keep working at it. We will keep working at it. I'll stop it. Paul, er hat halt extrem gute Laune. Er ist extrovertiert, hat extrem gute Laune. Und das mag halt nicht jeder. Holy shit. Fuck! Paul sieht aus wie ein Strich daneben. That's it, that's exactly what I want to see. Okay. Präsenz, Alter, Präsenz von Anfang an! Sei präsent! Paul ist aufgeregt, man merkt, dass Paul aufgeregt ist. Follow me out, gentlemen. Gentlemen, switch on. Anspannen oben, Alter! Sei präsent! Okay, gentlemen, step back onto the red carpet, please. Nicht zu weit nach hinten, Paul. Bleib vorne stehen, ein bisschen. Komm ein bisschen nach vorne. Super, Paul. Symmetry round. Nach vorne lehnen, ein bisschen. Nach vorne lehnen. Groß bleiben. Ja, zeig dich. Und in die Pose, schnell rein und rum. Ja, komm ein bisschen nach außen, ein bisschen noch nach vorne kommen. Rock'n'Roll, Paul, jawohl. Arsch schön fest, die Glut. Und rum, gleich wieder zeigen. Bisschen nach vorne kommen, bisschen nach vorne kommen. Jawohl. Und jetzt stell dich gleich ein bisschen weiter vorne hin, Paul. Steh weiter vorne, die Linie weiter vorne. So ist gut. Front double bicep, strike. Jawohl, und schnell in die Pose. Boom! Ja, sehr gut, Paul. Gut, ja, das ist gut, Leute, das ist gut. Relax. Gentlemen, front lat spread. Komm ein bisschen nach vorne. Komm nach vorne. Ja, so. Yes! Du bist brutal, Paul. Jawohl, genau so. Relax. Genau so. Und Paul hat richtig Bock. Du hast Bock, Mann. Und rum. Yeah. Druck auf die Brust. Super. Super. Oh, der ist gut, Junge. Der ist gut, der Bursche. Der macht das super. Der holt sich raus. Ich denke auch. Der holt sich da. Der kämpft sich das. Kämpfe um jeden Platz, Paul. Oh, yeah. Und zeigen. Schön flach den Bauch. Arsch! Glutes! Er präsentiert sich so gut. Und mach Lärm! Jawohl, gut so, Paul! Und öffnen! Bam! Jawohl! You got guns, man! Relax. Still facing the rear of the stage. A rear lat spread, please. Beim Bizeps! Arsch! Und mach dunkel! Jawohl, zeigen! Zeigen! Okay, die Klasse kann er, ja, das ist gut. Relax, gentlemen, face the judges. Let's see in abdominal and thigh pose. Weiter nach vorne komm, Paul! Geh nach vorne! Geh nach vorne, jawohl! Geile Form, Paul! Super! Oh, yeah! Ja, aber bleib bitte vorne. Jawohl. Oh yeah. Schön, Paul. Austrian Oak. Sorry, man. Let's do it. Stay on the red carpet, gentlemen. I can see you. Red carpet. Great leg. Back. Favorite most muscular strike. Oh yeah, motherfucker. He beats the dark guy next to you. Relax, gentlemen, hold it up. Hold yourselves up. Take a breath. 19, he's 19. Nach vorne lehnen. Nach vorne lehnen. Präsenz bleiben. Yeah. Schön, Paul. Flach atmen.
Beine spannen! Beine spannen! Oh yeah! Machen wir noch was Maskular hinterher. Komm, machen wir noch was Maskular. Can I see can I have 109 squat with 134? Weiter präsent sein, arbeiten. Yeah. 109 squat with 174. Paul, bleib da. Jawohl, gut. Ist das ein Krimi, Leute? Scheiße, ja, Mann, dafür sind wir hier. Beine, Beine, Beine. Front double bicep. Strike. Vorne stehen, vorne stehen. Yeah, big guns, man. Okay, gentlemen, I want to see you next to each other, so spread out. Spread out. I don't want you cutting each other off. Okay, spread that way. Let's go again. Front double bicep. Strike. Yeah! Rock and roll, man! Relax. Super! Die schmale Teile, super, Leute. Oh, der muss arbeiten heute. Yeah! Earn your food! Gentlemen, face the rear of the stage. Und mach laut, mach laut! Strike. Und rum. Komm ein bisschen nach vorne. Komm ein bisschen. Ja! Relax, rear lat spread. Der andere hat einfach einen Tanga. Ja, ich muss das sagen, ey. So, schön und gut. Relax, gentlemen, face the judges. Hands on hips, most muscular. Komm ein bisschen weiter nach vorne wieder. Lass dich nicht verarschen. Geh weiter nach vorne. Geh weiter nach vorne. Jawohl. Relax. Gentlemen, step back on the red carpet. Hat der sich geil verkauft, der Bursche. Alles rausgeholt, was ging. Und er hat richtig Spaß gehabt. Jetzt werden wir sehen. Also Top 10 ist es nicht geworden, Top 5 ist es auch nicht geworden und Top 3 auch nicht. Irgendwas dahinter. Und er hat wirklich schlank ausgesehen zwischen den Kollegen. Aber mehr ging einfach nicht. Ich bin mal gespannt. Er steht noch hinten jetzt. Können wir ihn sehen? Können wir ihn? Ah, der steht auf der anderen Seite. Der steht auf der anderen Seite der Bühne. Komm jetzt nicht hin. Da steht Paul! Paul! Alter! Was ist los? Das war mal was, ey, Alter. Oh, meine Beine. Jetzt bist du aber richtig im Arsch, oder? Ja, jetzt hab ich alles gegeben. Deine Hände sind noch so fast, ich will nicht sagen warm, das ist aber. Ölig, ja, weil du Männer angefasst hast. Eingeölte Männer hast du angefasst. Also beim Poster habe ich schon fast überlegt, ob ich am Tisch steige, am Jury-Tisch. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ja, ich bin dann doch, das war. Ah. Nee, ich meine, Rob Terry und so, die ganzen Leute da, die sind alle gleich nach vorne gesprungen. Ja. Die machen hier so ihre One-Man-Show oder Two-Man-Show. Das sind nämlich zwei, die quasi auch gesponsert werden von. Das nur nebenbei erwähnt. Jetzt warten wir noch die Siegerung ab. Leute, es bleibt spannend. Wo siehst du dich selber? Hast du irgendeine Idee so? Ja, zweites Line, aber so zwischen 10 und 15 würde ich schon sagen. Und du bist mehrfach verglichen worden, du hast Vergleiche bekommen. Allein dafür. Fucking hat sich's gelohnt, Alter. War auf jeden Fall geil. Richtig gut. Aber ich muss sagen, Alter, mein Bauch, ich habe null Hunger. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt die In-N-Out-Burger und Cheesecake Factory runterkriege. Solange, weißt du, wenn dein Gehirn... Der Hunger kommt. Das ist kein Hunger, erstmal halt der Appetit kommt beim Essen. Ja. Zweitens, wenn der Schalter sich einmal umlegt, dann will dein Gehirn sich alles wiederholen, worauf es die letzten Wochen und Monate verzichtet hat. Damit dein Körperfettgehalt auch endlich wieder hochkommt und nicht mehr lebensbedrohlich ist. Ja? Gehirn regelt immer. Aber ey, jetzt mal unter uns, da war dieser ganz große, der ganz große schwarze Kollege, der hat da meines Erachtens gar nichts zu sagen. Alter, da gebe ich die WM gewonnen. Ja, der war 6 Wochen out, ja, Wochen out auf jeden Fall. Also der ist stark und es ist ein Monster, aber der war halt null in Form. Achso, ja, Patrick hat leider auch keine Vergleiche. Oh, Patrick Teutsch, ganz enttäuscht, muss ich auch, einen fetten Respekt hier noch an dieser Stelle. Ich hoffe, das wird jetzt hier halbwegs gut gewertet. Ja. Viele Vergleiche hat er nicht gekriegt. Für mich einer von overall. Also es gab keinen, der so komplett war. Aber egal, jetzt genug gesammelt. Machst du? Komm her, Alter, komm her jetzt. Komm. Did it. Es ist geschafft, Leute. Did it. Fertig für mein Leben. Ich kann mich erinnern,
Vor 4 Wochen hast du gesagt, ich habe mein Leben zurück. Ja, ja. Ja, kann ich mich noch genau erinnern an die Szene. Aber irgendwie letztes Mal war die Erleichterung größer. Ja. Also ich muss sagen, mein Bauch ist richtig voll. Mein Bauch ist voll, ja. Das war geil. Aber ich habe gespielt auf der Bühne, wie du einfach so, das war, es war, du bist ja, ich froh, dass es Mal vorbei ist. Alles gegeben, genau. Ja, ich konnte sozusagen alles abwerfen noch. Du hast dich so geil verkauft, so perfekt. Ich hätte es nicht besser gemacht. Definitiv, Mann. Ich bin stolz auf dich. Bist du auch stolz auf dich ein bisschen? Ja, auf dich ein bisschen. Haben wir gut geregelt. Ja. Zum Schluss durfte ich dann doch noch ein bisschen cheaten. Ja. Immerhin. Alter, aber hat sich's gelohnt, genau. Ne? Es war für mich auch wieder beeindruckend zu sehen, wie schlank du doch dem anderen aussiehst. Ja. Wie eine Grille. Ja, hab ich auch Backstage gemerkt. Eigentlich wie eine Grille. Da denkst du so, ey, okay. Das Niveau das war halt einfach krank. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Testing jetzt auch nicht gerade. Kann man nicht wissen. Also ich glaube, das sieht man in deinem Blog auch nochmal. Du hast es thematisiert. Die Dopingkontrollen werden überhaupt nicht ernst genommen. Nicht so wie in Deutschland. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist Deutschland wirklich 10. Und hier hatte ich vom Gefühl eine 4. Aber hier ist natürlich auch von Top-Niveau. Von der ernsthaften. Ja, aber was heißt das? Ja, halt weltweit die besten. Naturalsport. Ja, das, Naturalsport, ja. Aber das muss man deswegen nicht richtig testen. Ja, ja, das sowieso. Das ist halt so das Ding. Wir haben auch keine Off-Season-Kontrollen. Also jetzt mal schnell zum Wettkampf kommen, aber es soll jetzt gar nicht Thema sein. Ich fand es interessant einfach mal, wenn man neben anderen steht und verglichen wird, ist es immer noch mal eine andere Nummer, als wenn man alleine da steht. Genau. Und das hat das Video auch noch mal deutlich gemacht, im Vergleich einfach. Man sieht einfach, dass ich definitiv noch an mir arbeiten müsste, wenn ich bei den Top-Leuten mitspielen müsste. Das hast du ganz schön gesagt, ob man das muss, sei mal dahingestellt. Genau. Wenn man im Bodybuilding nach vorne kommen will, dann auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht unbedingt deine Zukunft, es oder? Es wäre noch ein großer Weg vor mir, sagen wir mal so, wie es die nächste Zeit weitergeht. Wissen wir nicht. Mal schauen. Ja, das werdet ihr auf jeden jetzt Fall erstmal essen, den Paul verfolgen. Apropos Essen und Chillen. Das wird Paul weiterhin alles mit der Kamera begleiten. Ich bin super happy mit diesem Abschluss, Mann. Ich bedanke mich bei dir für diese richtig geile, emotionale Zeit, Alter. Richtig cool. Und natürlich nochmal danke an Smiledogs, die das hier möglich gemacht haben. Danke an den Kameramann dahinter. Wir haben mit dem iPhone Paul, gefilmt. Ich bin so stolz. Das war unser erster Ehre, so geile Emotionen. Wir werden weiterhin noch Videos für euch drehen. Hier aus Las Vegas. Las Vegas. Vegas. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt bitte an die Glocke, an das Abo, an Abo bei ihm. Ich denke, ey, du hast so viel an Sympathie gewonnen. Ich fände es so cool. Komm, jetzt lass es gehen endlich. Peace out. Peace out, Junge.